herzlich willkommen zum nächsten kleinen Super Bowl Special. Ganz genau, wenn ihr wissen wollt, was aus diesem Sack kommt, müsst ihr einfach dranbleiben. Dann schütt mal raus, Dr. Taste. Professor Taste. Alles klar. Ich habe hier schon mal ein bisschen Öl hier. Kommt also, ja gar nichts. Ja doch, hier ist er. Ja, immer drauf, ja, damit. Ein bisschen schütteln, dann kommt's. Ja, komm. Hier, Salz. Pfeffer natürlich hier. So, hier, komm da, rein damit hier. Ein bisschen so. Schmieren, genau. Schmieren, so. Verteilen. So. So, und vielleicht die gröbsten Bedenken schon mal zu zerstreuen. Das gibt natürlich keine Gemüsepfanne, sondern das werden astreine Philly Cheesesteak Fries. Ganz genau, das volle Programm. Das heißt, auf 1 Kilo Pommes kommt noch gut, 1 Kilo Käsesoße und 1 Kilo perfektes Beef gebraten. Und quasi aus seinen Rindern. Lonzomat 5000 zünden. Schöner könnte ich es auch nicht sagen. Aufgebremst hier. In der Mitte aus, links und rechts Heat. Ne? Und jetzt würde ich sagen, zünden. So, Freunde, hier, das sind die Kartoffeln. Bintje heißt die Marke der Kartoffeln oder die Sorte und sind mehlig kochend. Ne? Und die lassen wir jetzt so 6, 7, 8 Minuten mal vorfrittieren, dass sie weich werden. Ne? Also quasi wie gekocht. Ne? Und dann lassen wir die wieder abkühlen und dann frittieren wir sie richtig. Ne? So, und rein damit. Einfach aus der Kartoffel so Stäbchen geschnitten. Ihr seht ja ungefähr die Größe hier. Und dann guckt er einfach mal. So, dann gucken wir mal nach hier. Professor Taste hat hier schon mal den Griffel in der Hand. Schüttelt ein bisschen ab seinen Prängel hier. Hier lassen wir sie auf so einem Krepppapier mal hier aus. Weichen hier quasi. Kann man, wenn man will, dann mal einmal durchreißen. Wenn die weich sind, dann geht das. Ne? Und jetzt machen wir die nächsten, die frittieren wir auch noch vor. Ne? Er hat ein paar Kartoffeln mitgebracht. Was geht denn hier ab, Freunde? Ich habe mir ein schönes Bierchen geholt. Ein bisschen rausgetrunken draußen. Da ist ja hier schon am Soße hier rumgeneten hier. Sag mal her, das Ding hier. Was ist denn da jetzt drin hier in dem Topf? Also, wir machen ja Philly Cheesesteak Fries und dazu braucht man natürlich eine vernünftige Käsesoße. Ich habe hier ein Schweizer Käsefondue gemischt mit 150 Gramm Grana Padano und einer Sauce Bechamel. Mhm. Und das gibt natürlich dann eine feine Käsesoße. Und ihr seht, das ist eine Käsesoße, weil die kann man fast noch in Stücke schneiden. Das ist ja fast ein Käse, würde ich sagen. Sollen wir die nochmal reiben oder was? Das brauchen wir nicht, aber wir werden sie ein bisschen erwärmen und dann sanft über die Fries träufeln. Sehr gut, immer drauf damit mit dem Ding. Ich glaube, wir zünden erstmal. Das Söschen und die Zubereitung und Zutaten findet ihr bei Dr. Taste. Professor Taste. Aber ich verlinke ihn euch unten in dem Kanal. Und jetzt seht euch mal dieses Gemüse an, es ist fast vernichtet, ein Glück. Ja, so kann man es jetzt einfach draufschmieren. Ganz genau. Was haben wir denn hier? Das habe ich bei ihm im Gepäck gefunden. Das werden wir doch wohl verbrauchen, oder nicht? Ah, da hast du ganz richtig geguckt. Also, das ist natürlich Beef von meinen eigenen Kühen. Also, wir haben hier die Angelika, Tusnelda, Elvira, Schlonzia. Und die werden wir heute Abend verputzen. Ihr seht, schön marmoriert. Und Johnny is a man on grill. He is a Grillmeister. Er hat es schön dünn geschnitten. Das soll quasi kleine Streifen, kleine Rinderstreifen ergeben und deswegen einfach nur Direct Heat von unten einmal umdrehen und schon ist es fertig. Bam! So muss das sein. Ab geht die Scheiße, mein Freund. So sieht's aus. Und wenn einer weiß. Zünden! Zünden! Und wenn einer weiß, wie es geht, dann Johnny Grillmeister. Wer denn sonst, ne? Gut, die Lümmel sind ja gesalzen. Jetzt legen wir diese schönen dünnen Lappen hier drauf. Boah, schön drauf hier auf das Grillgitter. So muss das sein. Zündomat 5000. Ja, sie sind dünn, aber dafür gibt es halt einfach nur Kruste von beiden Seiten. Ne? Und Kruste ist immer sehr beliebt, Freunde. Umgewürfelt, noch hier geblieben. Ah, hätte noch ein bisschen gekönnt, aber man kann ja mal ein bisschen hin und her drehen. Ne? Man kann eigentlich durchgucken durchs Fleisch, aber es sieht schon gut aus, wenn es schon oben durchgeht. Oh ja, zack. So, probieren wir schon mal an. Sind recht dünn, ne? Also quasi, na komm.
So, Johnny macht jetzt den Zwischentest von meinem Fleisch. Den nehme ich erstmal hier. Ihm selbst angebautes Fleisch. Ne? Probieren wir mal. Ich würde sagen, es ist fertig. Optimal. Und geschmacklich? Passt? Alles klar. Ein paar Röster oben noch, dann ist alles gut. Alles schon gut. Sie sind zwar dünn, aber sie können nicht weglaufen von mir, ganz genau. So, umdrehen die Dinger hier. Ja, der Kruste lebt, der wird hier glücklich werden. So, und die schneidet man hier einfach an. Und dann hier dünne Streifchen. Das werden quasi die Pommesstreifen aus Fleisch. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Die lunsen wir hier schön durch und Freunde, es ist ein Genuss, ich sag euch. Super geil. So, und jetzt hier die Pommes. Jetzt mal richtig frittiert hier, Freunde. Die waren ja vorher ein bisschen anfrittiert. Und jetzt können die hier in so ein Schälchen rein. Ja, gut, ne? Pommes, Salz von Onkel Johnny dazu. Ganz klar. Und die Ladung ein bisschen durchwühlen. Ich habe den großen Schwenker hier ein bisschen im Keller verbuddelt. Aber der kommt demnächst wieder zum Einsatz. Ja, können auch ein bisschen was drauf, ne? Dr. Taste, Professor sag ich nur, ich verwechsel's immer wieder, Freunde. Der ist für den tastigen Geschmack. Boah, Freunde, sie sind wirklich knusprig geworden. Und es liegt wirklich an der Kartoffelsorte. Und natürlich, dass man es vorfrittiert. Und dann am Ende finished. Hier so ein bisschen aufsammeln. Ganz genau, macht da gut, der Kamerad. Okay, wir haben hier die Pommes fertig. Das Fleisch hier, schön in Streifen geschnitten. Und natürlich ein bisschen Tarnung, damit die Girls nicht merken, dass wir Fleisch essen. Und ein Söschen fürs Höschen haben wir doch auch noch da hinten hier vor. Und das hol ich. Hol mal ran den Lümmel. Hier ist der Lümmel. So, als erstes auf die Pommes das Fleisch. Das hat natürlich einen Sinn. Denn wenn was vom Fleisch runtertropft, dann landet es in der Pommes, Freunde. Ganz genau. Und die wird natürlich immer gegessen. So, schön draufkleben die Pyramide. Sieht aus wie ein Ameisenhaufen, aber ist er nicht. So. Oh. Ja, oh. Da ist ein Krümel rübergelaufen. Zeit für die Soße. Ihr müsst überlegen, alles das, was ihr essen wollt, das muss unten sein. Denn obendrauf kommt das für die Girls, damit ihr quasi auf Nummer sicher gehen könnt. Wow, die Käsesoße ist der Hammer, Freunde. Habe ich natürlich hier unten wieder verlinkt. Habe ich euch schon mal erzählt hier am Anfang des Videos. Aber hier nochmal. Professor Taste seine Soße. Hat ein Video von gemacht. Hättet ihr da unten sehen oder finden können. Eine schöne Käsesoße der Spitzenklasse. So muss das sein. Jetzt fehlt natürlich noch die Tarnung von dir. Ja. Damit die Girls meinen, wir haben hier einen schönen Teller Gemüse. Ne? Bisschen Grünzeug. Wir haben es natürlich auf dem Grill ein bisschen vernichtet. Kommt hier oben drauf. Ne? Nicht so viel, Freunde, nicht so viel. Ein bisschen so. Und ich würde sagen, fertig ist der Lümmel. Vielleicht hier noch ein bisschen was, sonst gehen die Girls an die Seite nicht. Das macht nichts. Okay, gut. Ein bisschen Grünzeug höchstens, ne? So, sieht doch gut aus. Wunderbar. Ein Teller des Glücks. Rezepte und der ganze andere Kram unten in der Infobox. Guckt mal rein. Boah, jetzt hier nochmal eine Aufnahme hier. Ist das nicht ein Berg, Freunde? Ja. So, jetzt probieren wir den ganzen Lümmel hier. Ich habe mir die Probiermaske aufgesetzt. Sieht schon pervers aus. Ich meine, normalerweise isst man das ja alleine hier. Aber ja, jetzt Fleisch, aber ein bisschen Frühstück maximal. Ja. Mhm. Auf jeden Fall eine sehr fettige Angelegenheit. Der Spitzenklasse. Mhm. Oh, ist schon verdammt geil. Also, schmeckt nicht nur zum Super Bowl. Auch beim Bowling. Mhm. Da ist der Bypass garantiert, Freunde. Also, ballert euch hier rein. Mhm. Von Kardiologen empfohlen. Das Pommes geht auch. Bis bald, Freunde. Zündet euch diesen Vulkan des Glücks. Hasta mañana.
Ich nehme mir auch noch eine Gabel. Und es geht hier unten weiter. So. Hier sieht gut aus. Bisschen abschütteln. Ich habe zum Glück nur Fleisch erwischt und eine kleine Pommes unten drunter als Halfter. Ab in den Hals. Und Freunde, ich würde euch sagen, ballert euch das nach. Schon ziemlich geil. Ja! Rezept, wie immer, in der Infobox. Lasst den Daumen nach oben brennen. Und den Kanal von Professor Taste habe ich natürlich auch unten verlinkt. Das Söschen gibt es da zu holen und auch vieles mehr, Freunde. Ganz genau. Abonnation nicht verpassen und außerdem, wenn ihr einem Gewinnspiel mitmacht, auch für diese Folge kann man was gewinnen. Einfach unten drunter was labern oder was schreiben und ihr müsst abonniert haben. Und natürlich auch einen Daumen geben. Ich hoffe nach oben. Bis bald.